Round one. Yes. Also, der Hauptkampfesamt, Zakaria Elie gegen unser Eigenwex, Sven Roh, kehrt nach 3 Jahren wieder zurück in den Ring. Unser Eigenwex, unser Schachbuch-Weltmeister von 2013, 2014, gegen Zakaria Elie mit Weiß. Und wir werden sehr gespannt sein, wie dieser Kampf ausgeht. Es wird also auf jeden Fall ein sehr spannender Kampf. Die Finnen haben uns wieder ein Talent geschickt. Mal gucken, wie er sich macht. Das Alter hat er, die Klasse hat er auch, um Sven herausfordern zu können. Aber wir werden sehen, der Sven wird natürlich seine ganze Erfahrung hier auf den Kampf reinwerfen. Und wir sehen auch, dass beide schon nicht ganz so schnell spielen wie im letzten Kampf. Die hämmern die Züge nicht so schnell aufs Brett. Die legen das etwas ruhiger. Ja, gemäß der Devise im Schachboxen ist es wichtiger, erstmal keinen Fehler zu machen, als erstmal einen großen Vorteil rauszuspielen. Ich bin sehr gespannt auf den Kampf. Gehe davon aus, dass Sven auf jeden Fall mit seiner Erfahrung Vorteile haben wird gegenüber Zakari hier. Aber warten wir mal ab, was er bieten kann, ob er im Schach mit der neuen Boxen dementsprechend unter Druck setzen kann. Bis jetzt ist die Stellung erst noch nicht viel los. Weiß hat erstmal seinen König in Sicherheit gebracht. Schwarz kontrolliert auch ganz ruhig ihre Spiele. Die tauschen also ein paar Figuren ab. Ja. Zentrum ein bisschen stärker gesetzt von Schwarz mit den Bauern hier. Also das sieht alles noch ganz entspannt aus. Die wissen auf jeden Fall erstmal, wo die Punkte hingehören. Turm ins Zentrum. Mal gucken, wie es weitergeht. Sven hat hier auf jeden Fall ein bisschen offensivere Aufstellung gewählt als Weiß. Weiß sehr defensiv. Aber da ist noch nichts geschwätzt. Das geht alles noch ganz normal seinen Gang. Beide eröffnen. Jetzt geht es so ein bisschen los. Sven sagt jetzt so, wollen wir mal gucken, was hier losgeht. Hat mit dem Bauern attackiert. Mit dem Bauern nach vorne gegangen. Noch 1 Minute in der ersten Runde. Ja, auf der Uhr beide ungefähr ähnlich. Beide ziehen doch relativ schnell. Und der Sven überlegt jetzt, wie kann er hier den Vorteil aufbauen. Hat den Bauern erstmal stehen lassen. Ja, das hat er gesehen. Zakari, Bauern gewonnen erstmal. Also der Zentrumsbauer, der ist erstmal flöten gegangen. Den hat er ins Geschäft gesteckt. Im Schach sagen wir immer, hat er da Kompensation dafür. Davon ist noch nicht viel zu sehen. Also mal gucken, wie es weitergeht. König kommt mit Sicherheit. Noch 20 Sekunden in der ersten Runde. Da ist noch nicht viel passiert. Ja, Weiß hat einen Bauern mehr. Schwarz hat ein paar aktivere Figuren. Also alles noch offen nach der ersten Runde. Mal gucken, was die erste Boxrunde bringt. Noch 4-5 Sekunden und dann geht's ins Boxen. Oh,
have a pressure. He's like a pressure fighter. Yes!
hoch, überroll ihn!
Sven hat ganz clever die Figur zurückgeholt. Und das ist jetzt wieder super spannend. Beide von der Uhrzeit her. Sakari hämmert den Züger aufs Brett. Der versucht jetzt einen Freibauern zu gewinnen. Das heißt, er hat zwei Bauern gegen einen Bauern auf der einen Seite. Und er möchte diesen Bauern durchbringen. Er versucht ihn jetzt zu verteidigen. Ah, super spannend hier. Das geht hin und her. Noch keine Entscheidung gefallen am Schachbrett. Im Boxen ist es auch ziemlich ausgeglichen. Irre spannend. Ah, den hätte er nehmen können. Das könnte er. Der zieht ganz clever den Bauern erstmal einfach vorbei. Ja, klar. Ne? So, und gleich weiter geht's. Bauer geht nach vorne. Wenn der Bauer auf die achte Grundreihe kommt, dann wird er zur Dame. Für alle, die von euch das nicht wissen, das kann ganz schnell gehen. Jetzt kommt der Bauer dazwischen, er versucht dann nochmal einen Stopp einzubauen. Und der Bauer geht weiter nach vorne. Jetzt ist Sven vorne. Sven hat den Tor gewonnen mit Schach. Das ist eine ganz heiße Nummer jetzt. Sven ist ein Schach vorne. Runde 6. Box. Schach nicht noch brutal was einfällt, dann
Verwandlung hier, holt sich die Dame, Bauer geht auf die letzte Reihe, das bedeutet, er kann sich die Dame holen, aber Sven hat aufgepasst und holt sich die Dame gleich wieder zurück. Das heißt, er ist einfach nur ein Turm vorne hier und zwei Bauern vorne. Er muss versuchen, ihn mit dem Springer zu betrügen, das geht einfach so, ja. Leider, wir kennen das, mit dem Springer betrügen, die Springer ist hier am schwersten zu kontrollieren durch die Mannschaft. Und er muss einfach gucken, ja, jetzt hat er sich selber ins Schach gesetzt, die regulieren dazu, musste kurz Jan Schulz, unser Schachschiedsrichter, eingreifen. Aber Sven sagt jetzt einfach, ich schiebe meinen Bauer nach vorne und hole mir noch eine zweite Dame. Und dann hole ich mir dieses Ding. Aber die Frage ist, die alles entscheidende Frage, schafft er das in dieser Runde oder nicht? Wenn er das diese Runde nicht mehr schafft, dann hat Zakari auf jeden Fall noch mal eine Chance, ihn auszulocken. Jetzt hat er noch mal versucht, den Turm anzugreifen. Also, von der Schachposition her, da ist ganz klar jetzt Sven vorne. Das denke ich, das wird er sich nicht mehr nehmen lassen. Es sei denn, er hat irgendwie einen Blackout. Ja, aber wie gesagt, ne, die nächste Boxrunde, kann alles nochmal drehen. Das heißt, er muss jetzt einfach schnell ziehen. Er muss versuchen, ihn möglichst schnell zu ziehen, möglichst schnell in den Druck zu setzen, möglichst schnell eine Dame zu holen und dann mal zu setzen. Wenn er das schafft, dann ist er gut dabei. Jawohl, das sieht gut aus. Aber, ja, freuen wir uns nicht so früh. Ja, noch eine Minute. Und ich glaube nicht, dass er ihn in dieser Minute macht. Oh, das glaube ich nicht. Ja, das heißt, er hat noch eine Runde, wo er ihn ausrufen kann. So ist das. Das ist das Grausame im Schachboxen. Du kannst eine tolle Schachstellung haben, du weißt, da wartet noch jemand, der will dich killen. So ist es. Der Springer ist auch weg. Also, Zakari weiß, die nächste Runde muss für ihn die Entscheidung bringen. Er hat noch eine Boxrunde, das ist in 30 Sekunden soweit. Er wird mit Turm und Bauer nicht schaffen, ihn jetzt so schnell matt zu setzen, das glaube ich nicht. Und dann haben wir noch eine Boxrunde, wo Zakari alles probieren kann. Und Sven muss einfach gegenhalten. Ja? Einfach nur gegenhalten und gucken, sich nicht auslocken lassen. Darum geht es jetzt in der nächsten Runde. Wir haben noch ungefähr 10, 14 Sekunden hier. Genau, letzten 10 Sekunden. Die nächste Boxrunde wird zeigen, ob es ein Sieg wird für Sven oder Sieg für Zakari. Oh, Peter, alle! Oh, Peter, alle!
Wahnsinn. Wir haben die 9. Schachrunde. Sven wird alles dafür tun, dass er in dieser Schachrunde ihn auskommt, weil ich glaube, die Schmerzen will er sich nicht nochmal antun. Und ich bin sicher, das ist die Geburtsstunde von Zakari Nederina als neues Schachbox-Talent hier. Was der bietet in seinem allerersten Schachboxkampf, ist der Wahnsinn. Wie stabil er gewesen ist im Schach, wie brutal er angegriffen hat im Boxen. Wir Sven hoch und dann ist er umgeschlagen, den Schachbox-Weltmeister unter Druck gesetzt hat. Wahnsinn. Also irre. Und Sven nimmt sich jetzt auch ein bisschen Zeit, aber er ist halt auf 1 Minute und 48 runter. Das heißt, er muss auch einfach mal gucken, wie er jetzt diesen Schachboxkampf auch finisht. Er muss ihn matt setzen. Zakari ist runter auf 1,30. Sven hat 3 Minuten 25 und der wird jetzt einfach versuchen, sich möglichst schnell den Dame zu holen, um zu verhindern, dass es noch mal eine Boxrunde gibt, weil ich glaube, Schmerzen will das nicht nochmal antun. Also, Sven, 8 Minuten Trotz. Das sieht alles ganz gut aus. Er muss nur aufpassen, dass er eben nicht Patt setzt. Patt heißt, dass er den König abklemmt, aber der König gleichzeitig nicht im Schach steht. Dann dreht sich der Kampf nochmal komplett, weil wenn er den Patt setzt, dann hat er ein Remis im Schach und dann zählt die Punktzettel im Boxen und da ist Zakari vorne. Ja? Und dann hat sich Zakari gewonnen. Also da muss er jetzt nochmal richtig aufpassen, was er da macht. Jetzt wird er noch sich den letzten Bauern holen, okay, das ist legitim. Nochmal alles abchecken. 3 Minuten 12. 1 Minute, Zakari rutscht in die letzte Minute. 57 Sekunden bei Zakari. Jetzt muss er auch noch aufpassen, dass er... Noch 1 Minute 10. Also, wenn Zakari nicht aufpasst, dann verliert er auch noch nicht Zeit und lässt sich nicht noch mal setzen. Zakari muss versuchen, die nächste Boxrunde noch mal zu erwischen. Vielleicht hat er noch mal eine Chance in der nächsten Boxrunde. Ja? Für den fantastischen Kampf, den er gezeigt hat, wird er sich selber belohnen, wenn er da jetzt noch mal alles ansetzt. Ja? Also, habt ihr noch 30 Sekunden, 45 Sekunden in dieser Runde, 30 Sekunden, 27 Sekunden bei Zakari. 27, 25 Sekunden. Wenn er sich jetzt nicht handelt, verliert er in dieser Runde die Zeit. Die Schachposition ist verloren, das ist klar. Der steht auf Rand, aber noch 90 Sekunden, 18 Sekunden. Wenn er nicht aufpasst, 30 Sekunden noch in der Sandrunde. 14 Sekunden. Wenn er nicht aufpasst, dann wird er einfach jetzt abgesetzt oder er verliert durch Zeit. Dann kommt die Dame in einer Zug. 8 Sekunden, 6 Sekunden bei Zakari. Noch 14 Sekunden in der Runde. Schafft es noch in die nächste Boxrunde. 3 Sekunden, 2 Sekunden. In der 10. Runde.